Hier wird ja mit richtigen Angstszenarien gearbeitet, die in der Regel nicht unmittelbar sind. Also sie treten nicht sofort ein und sie betreffen auch nicht unbedingt mich. Aber sie werden eintreten, so wird zumindest behauptet, und sie werden absolut katastrophale Folgen haben für den ganzen Planeten. Bei der Identitätspolitik die Bedrohung von Identitäten, von Menschen, die in der Tat historisch ja starke Diskriminierungen und Abwertungen erleben mussten. Man denke eben an nicht weiße Menschen. Das ist real, die Abwertung und die Diskriminierung, die natürlich bis in die heutige Zeit in Teilen auch hineinreicht. Aber eben jetzt die Bedrohung des eigenen moralischen Wesens. Wenn irgendjemand, der jetzt weiße Hautfarbe ist, noch irgendwo was Negatives nur denken könnte, oder etwas, was nur als negativ von jemandem nicht weißer Hautfarbe interpretiert werden könnte. Also die Bedrohung eben des eigenen moralischen Wertes. Das ist jetzt eine relativ geringe Bedrohung. Noch die viel größere Bedrohung, die aufgebaut wird, ist natürlich beim Thema Klimawandel. Ich habe es ja schon mehrfach angesprochen. Klimakatastrophe, Klimakollaps, Klimakipppunkte. Hier wird ja mit richtigen Angstszenarien gearbeitet, die in der Regel nicht unmittelbar sind. Also sie treten nicht sofort ein und sie betreffen auch nicht unbedingt mich, aber sie werden eintreten, so wird zumindest behauptet, und sie werden absolut katastrophale Folgen haben für den ganzen Planeten. Das heißt also daran, dass sie heizen, dass sie Auto fahren, dass sie alle möglichen anderen Dinge tun, die im Moment mit fossilen Energieträgern beheizt werden oder zumindest befeuert werden, sind sie dafür verantwortlich, dass der Planet fortexistieren kann oder nicht. Mehr Moralisierung geht nicht. Was Ähnliches haben wir erlebt, und da steht jetzt keine Ideologie dahinter, das ist situativ passiert bei Corona. Bei Corona war es aber besonders intensiv und deshalb hat sich das, denke ich, auch so besonders negativ auf das Debattenklima ausgewirkt. Bei Corona ging es um eine unmittelbare existenzielle Bedrohung, die von vielen Menschen so empfunden wurde, die von den Medien sehr, sehr stark leider über einen sehr langen Zeitraum so auch geschürt wurde, auch als schon ganz klar war, es ist kontrafaktisch, diese Angst für die ganze Bevölkerung zu schüren. Es wurde auch von der Politik entsprechend vorangetrieben. Das sind natürlich Wechselwirkungen gewesen, auch Politik, Medien, Bevölkerung, vor allem der verängstigte Teil der Bevölkerung, der von der Politik diesen Schutz ja auch erwartet hat, der ja Maßnahmen wollte, der ja fast nach Maßnahmen gefleht hat. Und auch in jeder nicht verhängten Maßnahme schon eine potenzielle Bedrohung der eigenen Gesundheit gesehen hat. Und das ist eben auch diese Verbindung der als unmittelbar erlebten existenziellen Bedrohung und dem Verschließen des Debattenraumes. Dass allein die Sorge, dass man offen darüber gesprochen hätte, welche Maßnahmen sind denn sinnvoll, welche sind deshalb vielleicht auch notwendig und welche sind auch verhältnismäßig, dazu hätte führen können, dass man zu langsam reagiert oder eben dazu führen können, dass man bestimmte Maßnahmen überhaupt nicht einführt oder dass man Maßnahmen auch wieder zurücknimmt. Und bei diesem Schutzversprechen des Staates über die Maßnahmenpolitik ging es ja häufig auch um etwas, was auf einer psychologischen Ebene sich abgespielt hat. Bei vielen, die wirklich verängstigt waren, ging es gar nicht darum, ob diese Maßnahmen tatsächlich etwas bewirken. Alleine das Vorhandensein der Maßnahmen hat schon eben psychologisch die Angst etwas reduziert. Und darum ging es in erster Linie.